Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13. Weiter geht's! Ich muss zum Yashas Massiv. Ah, da hinten ist der Teleporter. Ah. Teleportieren. Das ist die Frage, wo muss ich hin? Da! Wieder schon ganz in der Nähe. Guckt weg. Genau dann dreht er sich um. Jetzt ist nur noch die Diva da. Die war einfach zu besiegen. Jetzt ist die Frage, schaffe ich den Gegner da eigentlich? Erstmal diese kleinen Arauen. Au! Okay. Kidding me? Jetzt ist er auch im Schock.
zwei Minuten leben. Okay, der Gegner ist noch ein bisschen hart. Deswegen nein. Nope. Ich lasse das lieber sein, der ist ein bisschen stark. Oder ich ändere die Kampfmitglieder. So.
Irgendwie kann er nicht richtig angreifen, ne? Ich glaube, Manipulator ist bei dem wichtig. Aua! Ich mache ihn die ganze Zeit Schaden ein bisschen. Aua! So, ich halte dich ganz schön in Laune. Jetzt Schaden machen. Wir besiegen ihn. Der ist geschafft.
Und so, und jetzt wieder die Kampfbegier ändern. Ja, das ist gut. Ich glaube, damit bin ich zufrieden. Das war auf jeden Fall ein guter Kampf. Bei dem war Manipulator richtig wichtig. Holy moly. Und ein Verteidiger. Jetzt ist nur noch die Diva da. Und jetzt zur Immergrünwiese. Da sind so ein paar Aktive. Die will ich mal angehen.
So, jetzt erstmal über die ganze Steppe durch. Was? Ja, wo denn? Ah, hier. Erstmal untersuche ich aber das da oben. So. Einfach hier durchrennen. Doch irgendwas zum Graben. Everywhere you look. Why don't you just try? Oh Mann. Hier sind überall Gegner. Zaz, du hast mir den Weg blockiert. Sind die ein bisschen stärker? Die Goblins hier? Ab in die Luft. Und nun zu dir hier. Jetzt ist er im Schock. Goblinmeister. Der hat 260.000 Leben. Yeah.
Ab in die Luft! Bevor ich die normalen Sachen mache... Ja, du bist im Weg! Okay, die hatte ich noch nicht begegnet, anscheinend. Aua. So, die müssen als erstes weg. So, ein bisschen Heilung. Ruin. Und nun zu dir, Strigo. Strigoi. Hey! Nicht ausweichen! Und ab in die Luft. Da ist der. Okay. Zu dem muss ich erstmal hinkommen. Er kriegt noch mehr Leben. Und ich würde sagen, hier mache ich jetzt erstmal einen Cut und bis zum nächsten Part.